Ja, und damit willkommen zurück zu Submerged Folge 2. Wir sind auf den Kran geklettert, um die Aussicht zu genießen. Ja, und in der Folge werden wir weiter die Stadt erkunden. Es ist alles supi mit der Tonaufnahme, auch alles so. Hat alles funktioniert in der ersten Folge. Ist nochmal ein bisschen mir angesehen, nochmal geguckt, nochmal Test. Ich glaube, die Sonne geht. Kann das sein, dass die Sonne wieder aufgeht? Das wird doch heiß an der Finger, oder? Alter Schwede. Finde ich voll geil. Aber wir sind nicht auf das Gebäude gekommen, ne? Ich dachte, man kommt irgendwie auf dieses Gebäude, aber dem war leider nicht so. Gut, dann werden wir nochmal ins Bütchen steigen. Wie fahre ich denn rückwärts? Achso, okay. So. Wir haben ja eine Überlebenskiste wieder gefunden. Ich werde mal versuchen, dass wir vielleicht da hinkommen. Wo war die denn? Ich glaube, die war hier in der Richtung so. Laut Karte ist es in die Richtung. Ich glaube, es wird wieder Tag. Die Sonne geht, glaube ich, wieder auf. Und es ist alles runtergekommen. Und die ganze Natur hat sich, wie gesagt, alles wieder geholt. Und wir müssen... Was ist das? Oh, wie süß. Rochen. Ich glaube, Rochen sind das, ne? Das richtig gesehen habe. Und ein Delfin. Oh, wie süß. Delfine. Ich mag Delfine. So, hier müssen wir irgendwie. Ich glaube, hier oben auf dem Dings ist auch was. Oh, wie toll. Oh, das Spiel ist voll schön. Das Spiel ist voll schön. Ich glaube, hier war was. Oh, wie süß. Toll. Und Tatsache, wir haben einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel, soweit wie das aussieht. Und wir haben ein Boot-Upgrade. Jawohl. Damit fährt mein Boot länger schnell. Das heißt, wir können nochmal Nitro benutzen. Und wir haben ein neues Gebäude. Es sieht aus wie ein, ja, Krankenhaus. Krankenhaus. So, und wir werden natürlich versuchen, es jetzt zu erkunden und herauszufinden, was hier los ist. Huch. So, erstmal nach oben. Ich finde es geil, dass man auch nicht so drücken muss, sondern einfach so ganz entspannt mit dem Stick sich so bewegt. Das Einzige, wo man halt X drücken muss, ist halt X fürs Boot einsteigen. Und das ist ein verlassenes Krankenhaus. Oder es war früher mal ein Krankenhaus. Und hier können wir wieder klettern. Hier kommen wir, glaube ich, sogar nach oben. Wir schauen natürlich erstmal oben, was uns oben erwartet. Willst du wohl nach oben gehen? Okay, wir kommen nicht nach oben, so wie es aussieht, oder? Nein. Okay. Oh, oh. Vielleicht kommen wir doch nach oben. Ich schau mal eben schnell. Das ist aber sehr merkwürdig. Sie springt aber auch nicht nach oben jetzt hier irgendwie. Übersehe ich hier irgendwas? Ich kann das Fernglas benutzen, das ist natürlich supi. Vor allem macht das ja auch sehr viel Sinn, wenn ich hier rumhänge. Da guckt sie nur. Wo soll ich hin? Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Nein. Ah, vielleicht müssen wir nach unten. Das kann natürlich auch sein. Es sieht nämlich danach aus, als müssen wir unten lang. Oh, ist das gefährlich. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Nach oben kommen wir nicht mehr. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, rüberzukommen? Bis jetzt sehe ich keine. Ich versuche mal nochmal zurück. So, kommen wir denn da irgendwie... Ah, Moment. Ah, okay. An den kleinen Spalten müssen wir uns also hinhangeln. Dann kommen wir wahrscheinlich jetzt auch hier rüber. Ganz vorsichtig und ganz ruhig. Klettern wir die Wand entlang.
Erinnere mich auch ein bisschen an Uncharted. Und da oben sitzen Tauben, die jetzt wegfliegen. Jawohl, wir haben es geschafft. Und wir haben wieder ein neues Buch, neue Geschichte. 4 von 60. Wahnsinn. Ich könnte stundenlang in dem Spiel sein, ohne Spaß. Das ist der Wahnsinn. Das ist so toll. Und wie ich schon sagte, ist es tatsächlich ein dynamischer Tag- und Nachtwechsel, was ich sehr geil finde. Und für ein Indie-Game schon gut ab. Schon sehr geil. So, kommen wir denn jetzt hier irgendwie weiter? Oder müssen wir... Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Gehen mal durch den Busch. So. So, dann schauen wir mal. Hier geht's ja nicht weiter. Vielleicht kommen wir ja jetzt auf die andere Seite. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Ich versuche jetzt erstmal so rüber zu kommen. Allihop. Und nochmal. So. Zack. Und jetzt gehen wir erstmal runter. Und nochmal runter. Und nochmal runter. Und dann gehen wir erstmal hier hin. Und dann nochmal runter. Ich glaube, wir kommen hier rüber. Lassen wir uns mal abhängen. So, sehr schön. Es ist eine beunruhigende Stille geworden. Aber jetzt kommt das Meer. Und rauscht uns wieder die Ohren voll. Ein Schiff wird kommen. Und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen. So, jetzt sind wir auch schon drüben. Ich bin echt gespannt, ob wir noch was... Ich habe ja in der ersten Folge auch schon gesagt, ich hoffe, dass wir auch mal was lesen können, weil ich würde schon gerne mehr herausfinden über die Stadt, was früher war und was passiert ist und warum das Ganze alle. Weil mit Bildern, sag ich mal, ist dir nicht geholfen, so wie mir nicht. Du, der gerade das Let's Play sieht. Weil wir würden schon gerne rausfinden, was hier passiert ist. Also ich zumindest, ich hoffe du auch natürlich. So. Jetzt geht's erstmal nach oben. Aber wir sind ja erstmal am Anfang des Spiels. Das heißt, uns erwartet ja noch so viele Sachen. Hoffe ich natürlich. So, was haben wir denn da? Was steht da? Ruin. Ich muss mal. Kann ich da ranzoomen? Ruin das Tires? Run das Tires? Kann das sein? Ist irgendwas mit Reifen? So, da unten haben wir auch noch was. So, einen neuen Ort in der Karte hinzugefügt. Alter Schwede. Sieht aus, ob hier Godzilla vorbeigelaufen ist an dem Gebäude. Man weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Nein, du sollst runter. Huch. So, wir müssen nach unten. Dann kommen wir nämlich hier an dem... an der Ruine vorbei und können hier langlaufen und... Oh mein Gott, ist das schön. Ist das schön. Das ist so schön. So, hier geht's nach oben. Allihop. So, und wir klettern weiter an dem Krankenhaus. Da steht's nochmal. Ich würde so gerne auch in die Gebäude mal reingehen, aber die werden wahrscheinlich so überflutet sein, dass es unmöglich ist. Und so einsturzgefährdet, dass wir es gar nicht riskieren sollten, in ein Gebäude reinzugehen. Doch wer weiß, vielleicht müssen wir das ja irgendwann. So. Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Und ich schaue mich nochmal ein bisschen mit dem Fernglas um. Vielleicht finden wir ja nochmal irgendwie etwas. Ich hoffe, ich finde natürlich den Turm mit der Uhr wieder, wo unser Bruder liegt. So, da sind wir vorhin lang geklettert. Und da liegt noch ein Buch. Sehr schön. Blitze? Mond? Gewitter? Man weiß es nicht.
Und da ist noch ein... Oh, können wir das... Können wir den einfangen irgendwie mit dem... Mist, ich dachte. Ich soll vielleicht nicht so viel denken. So. Okay, ich dachte, wir kommen noch irgendwie... Ach, ich denke schon wieder. Ich habe vermutet. Sagen wir es einfach so. Ich habe vermutet, dass wir vielleicht darauf kommen irgendwie auf... Aber hier geht's noch weiter, oder? Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Also kommen wir doch rauf. Aber wie das alles hier wächst und alles nach einer Zeit, wenn halt niemand mehr dort ist und sich niemand mehr um irgendwas kümmert, dann holt sich die Natur halt nun mal alles wieder. Und so wäre es halt, wenn eine Stadt verlassen ist, dann würde das so aussehen. Nach Jahren natürlich. Und da hinten könnte natürlich auch was sein. Vermute ich mal. Da schwimmt noch was. Ein Fass und ein Brett. Oder mehrere Bretter, Paletten. Müssen wir mal gucken. Ich würde gerne erstmal aufs Gebäude rauf. Erstmal hier rauf gehen. Ich drücke schon wieder X, obwohl ich gar nicht X drücken brauche. So. Ich finde auch gut, dass es das Spiel so ab und zu mal so ein paar statische Kameras hat. Finde ich, macht es noch ein bisschen eindrucksvoller. So. Ja, oh, pass auf. Halt dich fest, Mädchen. Ich weiß gar nicht, wie sie hier heißt. Haben wir gar nicht erfahren am Anfang, ne? Wir wissen nur... Kommen wir hier lang. Das ist die Imulenzenkamera. Liegt hier vielleicht irgendetwas? Nein. Ah, da liegt ein Paket. Das werde ich mal markieren. Ach, das geht gar nicht. Weil wir das schon sehen, vermute ich mal. Ich hoffe mal, dass wir da hinkommen. Hallo? Und jetzt werden viele wieder sagen, boah, ist das öde, ist das langweilig. Ich finde es nicht, ich finde es voll cool. Vor allem, man hat ja quasi eine kleine Aufgabe, eine kleine Quest. Man muss halt erkunden. Man muss sich um seinen kleinen Bruder kümmern, um zu überleben. Muss man halt diese Vorratspakete sammeln. Uah, da war der Baum im Weg. Pass auf, Mädchen. So, und jetzt sind wir auch schon unten. Sehr schön. Ich hoffe, ich finde mein Boot wieder. Ihr kennt mich ja. Ich habe eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Von so an wird es nicht einfach sein. Und ich schaue noch mal ein bisschen... Hier könnte was... Da ist irgendwas angeblich. Ort in der Karte hinzugefügt. Ich habe schon lange nicht mehr auf die Karte geguckt. Ich schaue mal eben auf die Karte. Und man sieht schon... Es ist schon ein sehr großes Gebiet. Also ich bin sehr gespannt. Man sieht auch... Ich weiß nicht, kann man sehen, wo oben Norden ist? Oben am Bildschirmrand ist links eine Ecke. Dann weiter rechts ist eine Ecke. Also so ungefähr so groß ist die Karte. Und das ist für ein Indie-Game schon sehr beeindruckend, finde ich. Man sieht so, wie gesagt, den Rand der Karte schon. Und das, finde ich, ist, wie gesagt, sehr beeindruckend. Wo war denn jetzt das Paket am liegen? War das hier? Ja, hier liegt. Sehr schön. Und wieder ein Überlebenspaket gefunden. Ein Feuerzeug. Vielleicht können wir damit ein Feuer machen, um uns in der Nacht warm zu halten? Man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht herausfinden. Erstmal haben wir wieder einen schönen Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir auch... Bitte was? Ja, wir machen ein Feuer. Aber wer war er denn gewesen? Oh mein Gott, Hilfe! Ja, unser kleiner Bruder schläft nun und erholt sich. Wir werden es auch tun. Wer war das gerade? Wieder Kämpfer? Boot? Stürmisches Wetter? Ertrinken? Nein. So, ein neuer Morgen beginnt.
Und wir werden versuchen, wieder zu überleben. Und natürlich mehr für unseren Bruder zu finden. Taku zu Feste. Ich brauche für Taku etwas zu trinken. Habe ich es nicht gesagt? Ich hab's gesagt. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal was zu trinken finden. Aber wer war das denn da oben gewesen? Ich habe etwas Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe etwas Angst. Wer war dieser Golem? Das war bestimmt der Fred. Fred Feuerstein. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier mit dem Boot rumzufahren und alles zu erkunden. Naja, gut. Auf jeden Fall müssen wir weiter alles erkunden. Ich, ja. Alter Schwede. Der stand hier oben auf der Ecke, ne? Aber genau, das ist ja auch die Frage, was ist mit den Einwohnern passiert? Und was ich noch anmerken wollte, wir finden ja die ganze Zeit diese Überlebenspakete. Also haben sie ja versucht, die Menschen, die hier noch auf der Insel waren oder auf der, in der Stadt waren, wie die Flut kam, noch zu retten und Hilfe zu schicken. Aber das hat wohl nicht ganz ausgereicht. Und was ist mit den Menschen passiert? Werden wir es je herausfinden? Uah, nein, du sollst dich da... Nein! Uah. Ja, genau, die Richtung. Die Richtung ist gut. So. Da haben wir wieder ein neues Buch. Hochhäuser vielleicht? Wow. Wir haben... Ja, Abenddämmerung. Sieht so aus, als wäre es wieder... Als würde es wieder Nacht werden. Das ist nicht sehr förderlich, finde ich. Ich bin gerade überlegen, wo wir mal hinfahren. Was für ein Gebäude wir als nächstes erkunden. Ich schau mal eben schnell auf die Karte. Da waren wir noch gar nicht gewesen, wo wir jetzt hinfahren. Ich würde sagen, wir fahren mal hier in die Richtung. Oh. Oh. Sogar die Physik ist ganz cool bei dem Spiel. Es macht echt Laune. Und ja, die Sonne scheint langsam unterzugehen. Da ist ein Sendemast. Vielleicht versuchen wir mal, da irgendwas zu finden. Yeah, Nitro! Aber ich glaube, Nitro werde ich, glaube ich, nicht benutzen, denn es ist einfach viel zu schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach sehr beeindruckend, was die Leute da auf die Beine gestellt haben. Atlas Island, das sieht aus wie ein Hotel und da oben ist ein... Ja, da oben ist ein Überlebenspack. Da werden wir mal versuchen, raufzuklettern. Es ist einfach viel zu schade, hier einfach durchzurasen. Schaut mal da drüben. Sind sogar Bäume auf dem Haus gewachsen. Das ist ja cool. Das ist ja faszinierend. Wie cool. So, da können wir anlegen. Das werden wir auch. Boah, geil. Boah. Ist das Porno. Hui, ein Wal. Vielleicht gibt es etwas, was ich hier... Was kann ich etwas... Was? Was kann ich es verbrauchen? Vielleicht gibt es hier etwas, was ich gebrauchen kann. Atlas Insel. Atlas Island. Ja, die deutsche Synchro, also textmäßig, glaube ich, ist nicht so berauschend. Vielleicht gibt es auch deswegen nichts zu lesen, das kann natürlich auch sein. So. Dann werden wir mal versuchen, ja, das Hotel zu erklimmen. Alle, hopp, hallo. Ah, ne, wir müssen, glaube ich, nee, da geht's auch nicht lang. Ah, hier. Horizontal, vertikal, in allen Richtungen werden wir versuchen, raufzukommen. Na, bist du wohl. Ganz vorsichtig. Boah, das sieht so... Alter Schwede. Das ist so beeindruckend. Unglaublich. Und auch so atmosphärisch. Das muss man einfach genießen. Also Leute, wenn ihr das guckt,
Ich denke mal, dass ich die Folgen auch immer so abends raushauen werde. Ich denke mal so, ja, so 17, 18 Uhr, vielleicht auch 19 Uhr. Guck das in Ruhe, genieß das mit mir zusammen. Und ja, wir haben mal wieder ein Überlebenspack gefunden. Oder? Nee, noch nicht ganz. Aber wir können hier auch rauf. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rauf. Schauen erstmal, was es hier so gibt. Und ja, wir können hier auch raufklettern. Alter Schwede. Alter Schwede. Wow. Ich würde sagen, mit diesen beruhigenden Bildern verabschiede ich mich jetzt erstmal in einer weiteren Folge, und zwar in Folge 3. Mal gucken, was der Flex, der Zukunft Flex dort treibt. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein bei Submerged, und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Also, ich könnte stundenlang hier stehen und einfach nur zugucken. Bis zur nächsten Folge. Ciao.